Ja, moin. Ich quatsch euch mal wieder ein bisschen zu mit Dingen, wie es mir gerade so geht und was ich so mache. Ja, es ist jetzt Montag, es ist jetzt genau eine Woche her, dass ich gestartet habe. Und ja, was soll ich sagen? Eigentlich ging es immer gut. Gestern am Sonntag hatte ich das dann aber wieder, dass mir plötzlich komisch schlecht war. Immer mal wieder, so phasenweise. Nicht so heftig wie am Mittwoch, aber mir war halt einfach wieder so komisch. Und gut, ich war wieder völlig fertig und platt. Mag aber auch daran gelegen haben, dass ich mich beim letzten Training leider ein bisschen irgendwie unter dem Schulterblatt verletzt habe. Ganz komisch. Auf jeden Fall konnte ich kaum in irgendeiner Position einigermaßen gemütlich liegen und entsprechend auch kaum schlafen. Das war ein bisschen wenig Schlaf. Ich weiß nicht, so 6 Stunden. Ich schlafe normalerweise 8. Ja, das ist natürlich dann irgendwo in sich auch wieder ein Triggerfaktor, weil ja, weniger Schlaf, weniger Erholung und generell irgendwie Schmerzen, Stress, dummdi-dumm. Kann sein, dass das sich quasi dann mit eingewirkt hat, aber auf jeden Fall habe ich jetzt endlich auch mal angefangen, um das Ganze ein bisschen verfolgbarer zu halten, eine Tabelle zu führen mit den Daten, wann ich quasi gestartet habe, auch wenn ich mal irgendwie das Östrogen irgendwie eine Stunde später aufgetragen habe, weil ich es vergessen hatte oder so. Also länger als eine Stunde ist das auch nie passiert, aber ich schreibe es mal immer einfach auf zur Sicherheit. Wann ich gearbeitet habe, wann ich frei hatte, wann ich trainiert habe, wann nicht. Irgendwelche Symptome quasi, also sowas wie Erschöpfung, Schwindel. Das schreibe ich einfach auch mit auf. Auch ja, wie lange, wie heftig, so ungefähr, so knapp. Und natürlich, dass ich mich da so ein bisschen verletzt habe. Das habe ich auch aufgeschrieben, weil es ja irgendwo auch im Großen und Ganzen natürlich mit reinzählt. Ansonsten, ich habe ja gesagt, ich track meine Ernährung, mache ich ja eh immer schon, seitdem ich auch weiß, dass ich halt Porphyrie habe und man da auf gewisse Dinge achten muss. Ich habe mir jetzt auch einfach immer nur aufgeschrieben, wie viele Kalorien ich an welchem Tag gegessen habe und wie viel Kohlenhydrate, weil ich denke, dass das so das Wichtigste ist. Ich könnte natürlich auch alles aufschreiben, aber ich wollte es gerne auf so einem kleinen Block haben. Das würde dann etwas den Rahmen sprengen, glaube ich. Das wäre mir dann persönlich auch wieder zu nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich versuche das jetzt auch durchzuziehen. Ich weiß nicht, ob das immer so leicht wird. Ich sollte vielleicht auch noch eigentlich mit aufhören, wie lange ich schlafe, aber zur Not auch dafür habe ich eine App, das könnte ich immer noch mal nachgucken. Ich glaube, das Wichtigste steht drauf und ich denke, es ist jetzt irgendwo auch rückverfolgbar. Ja, ich schaue dann einfach mal, wie sich das entwickelt, ob ich irgendwelche Muster finde. Zum Beispiel wäre das jetzt ein mögliches denkbares Muster, was nicht zutrifft, aber immer nach einem harten Training geht es mir am nächsten Tag schlecht. Na gut, trifft vielleicht so halb zu, aber da es mir erst zweimal schlecht ging und ja noch viele weitere Faktoren damit zukamen, muss ich es halt einfach beobachten, ne? Oder keine Ahnung, so, oh, immer wenn ich das Östrogen eine Stunde später genommen habe, ist das und das passiert. Oder weiß der Geier, vielleicht auch in Bezug auf die Kalorien, wobei das jetzt natürlich, das wird wieder nicht stimmen. Also da wird es so nicht den Bezug geben, denn an dem einen Tag habe ich am Vortag viel, viel, viel mehr gegessen, als ich eigentlich so brauche. Gut, 500 mehr. An dem anderen habe ich so knapp drunter gegessen. Ja, insofern mal gucken. Sellerie, ich habe ja keine andere Wahl, als mir da so ein bisschen das selber anzugucken und dann vielleicht auch irgendwann mal die Ärzte drüber schauen zu lassen. Apropos, diesen Freitag bin ich beim Porphyrie-Spezialisten zur Blutentnahme, wo dann nochmal Werte genommen werden, die dann mit den letzten Porphyrie-Werten verglichen werden. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch schon Hormonwerte nimmt, aber auf jeden Fall wird eben ja auch eine Urinprobe noch abgenommen, weil das bei akuter Porphyrie eigentlich so der wichtigere Parameter ist, wenn es darum geht, die Hemmstoffwechsel-Zwischenprodukte zu messen, die ja ein Indikator dafür sind, ob man gerade irgendwie Gefahr läuft, in den Schub zu fallen oder nicht, beziehungsweise wenn man gewisse Symptome hat, wird daran festgemacht, okay, zum Beispiel fünffache Erhöhung des PGBs. Nur mal, dass ihr es gehört habt, für alle, die damit nichts anfangen können.
das ist jetzt wirklich ein Schub und die Symptome kommen daher und es ist keine Magenverstimmung oder dergleichen. Ja, okay, also wie gesagt, heute ist Montag. Ich nehme jetzt noch die nächsten Tage immer ein bisschen was auf und dann schneide ich das wieder zusammen und ja, so könnt ihr mich dann wieder ein bisschen verfolgen. Bis zum nächsten Mal quasi oder bis morgen, übermorgen, wie auch immer. Also in 2 Sekunden oder so. Guten Morgen, guten Morgen. Ich dachte, ich zeige euch jetzt mal, wie man dieses komische Gel überhaupt mal so aufträgt für alle, die das interessiert. Ist jetzt schon 2 Tage später, ist jetzt Mittwoch. Ja, das ist das auf jeden Fall. Und dann zeige ich euch das jetzt einfach mal. Also. Einfach einmal runterdrücken, das ist so meine Dosis. Man hat dann hier so einen Glibberklops. Das ist eigentlich wie so ein Desinfiziergel. Und dann soll ich das auf den Unterarm verteilen. Das Lustige ist, was für riesige Unterarme braucht man eigentlich, um das komplett zu verteilen? Ja, Innenseiten in Unterarme sind wohl besser, weil das anscheinend über die Haut dort besser drauf geht. Genau nachgefragt habe ich das nicht. Das waren so viele Dinge, die ich beim letzten Gespräch nachgefragt habe. Aber das kann ich ja beim nächsten Mal nachfragen, warum dem denn so ist. So, jetzt ein bisschen trocknen lassen. Ich habe nicht ohne Grund gesagt, das ist eigentlich wie Desinfiziergel, denn es besteht irgendwie zu 96% aus Ethanol. Ja, insofern. Jetzt warte ich einfach, das trocknet dann ja gleich weg, spätestens jetzt. Aber müssten ja alle auch Desinfiziergel kennen. Ich meine, so nach diesem ganzen Lockdown und so und wo ja doch alles ausverkauft war. Aber vielleicht kennen dann ja nicht alle das. Okay, war ja alles ausverkauft. Na okay, vielleicht schaut sich das ja auch jemand jetzt irgendwie in 10 Jahren an und hat keine Ahnung, wovon ich rede. Naja, google mal Corona. Ja, das war's dann eigentlich. Ich warte jetzt, bis es trocken ist und dann ist fertig. Dann bis zum nächsten Mal vor der Kamera hier. Ja, moin! Es ist jetzt inzwischen schon Donnerstag, aber mir ist noch was eingefallen, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Und zwar handelt das noch von Dienstag. Denn, ja, ich lag abends im Bett. Wir haben wieder gut, normal zu Abend gegessen, also gutes Essen. Riesen Gemüsepfanne, gut, war jetzt TK-Gemüse, aber das ist ja nicht per se schlecht. Gemischt aus, weiß nicht, 10 unterschiedlichen Sachen mit Erbsen, Möhren, Bambussprossen, Mungo, Bohnen, Keimlingen, irgendwelche Pilze, Wasserkastanien, also ja, keine Ahnung, irgendwie Paprika und sowas noch drin. Also wirklich sehr mikronährstoffreich, ne? Also Gemüse, Hülsenfrüchte drin. Dann habe ich noch ein paar Linsen extra dazu gepackt für noch mehr Proteine. Dann gab es noch ein paar Nudeln dazu und ja, also so ein paar, so ganz paar wirklich nur eingestreut. Also ja, war jetzt kein hochkalorisches Essen oder so, denn es war halt schon relativ spät. Und dann dachte ich so, ja, okay, super, war satt, war glücklich, war zufrieden, wollte schlafen. Und es war so etwa 1,5 Stunden, nachdem wir gegessen haben und ich lag im Bett und mein Magen hat gegrummelt und gerumpelt und mein Hirn hat schon wieder im Geiste die ganzen süßen Brotaufstriche und Nussmuse und sowas durchgegangen, was wir noch zu Hause stehen haben. Und ich dachte so, boah, nee, versuch zu schlafen. Ich war auch eigentlich müde, aber es hätte irgendwie nicht viel gefehlt, dass ich direkt aufgestanden wäre, um jetzt doch wieder dem nachzugeben. Also, hä, was war da los? Man kann jetzt sagen, okay, gut, das Abendessen war recht fettarm und ja, vielleicht sollte man da ein bisschen Fett einbauen. Ja, ist per se ja richtig. Ich habe aber auch wiederum so den Verdacht gehabt und den habe ich auch immer noch. Inzwischen ist es 4-mal so gewesen, zu dem Zeitpunkt war es 3-mal so gewesen. Jedes Mal, wenn mir irgendwie schlecht war oder ich so leichte Bauchschmerzen hatte, dann habe ich entweder den Abend davor oder irgendwie ein paar Stunden davor etwas vergleichsweise Fettreiches gegessen. Ja, okay, man könnte jetzt natürlich dann sagen, wenn dem tatsächlich so ist,
woran liegt's? Sollte man natürlich erstmal vermuten, dass es da irgendwie jetzt einen Zusammenhang gibt, den es vorher nicht gab. Ich kann nur raten, mir wurde damals, 2017, vor 3 Jahren jetzt also, in Chemnitz gesagt, man soll sich bei Porphyrie eher fettarm ernähren. Keine Ahnung, ob das jetzt auch so sehr über die Leber geht oder mehr als anderes. Weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Ja, aber das kann halt sein, dass jetzt sozusagen, wo die externen Hormone als potenzieller zusätzlicher Träger dazugekommen sind, ich mich an diese Empfehlung, die vorher ja für mich nicht so relevant war, oder so eigentlich so gar nicht relevant, dass ich mich da jetzt vielleicht doch mal dran halten sollte. Dann wiederum soll man als Frau mindestens 1 Gramm pro Kilogramm Fett, ist jetzt natürlich auch ein fester Wert, ja klar, aber 1 Gramm pro Kilogramm Fett pro, also pro Kilogramm Körpergewicht an Fett sollte man schon zu sich nehmen, damit es eben nicht mit den weiblichen Hormonen durcheinander gerät. Ich könnte mir halt vorstellen, dass diese Heißhungerattacken dann eher daher kommen, dass sozusagen vielleicht mein Körper ja jetzt auch möglicherweise doch den Reiz bekommen hat, selber wieder ein paar Hormone herzustellen. Oder es anderweitig irgendwie mit den Hormonen zusammenhängt, die ich jetzt nehme, dass daher dann diese Heißhungersache kommt. Und ich könnte jetzt natürlich so vorgehen, dass ich ganz brav zu jeder Mahlzeit ein bisschen Fett dazu packe. Ein kleiner Löffel Olivenöl im Salat oder ein paar gemahlene Mandeln auf dem Porridge oder ein dünner Brotaufstrich einer Schokocreme. Aber ganz ehrlich, es macht gar keinen Spaß. Ich bin nicht der Typ, der sagt, okay, ich gehe jetzt zu meinem Kühlschrank und da steht ein 500 Milliliter Eisbecher. Dann nehme ich mir jetzt 2 Kugeln raus und dann bin ich glücklich. Ich bin so ein Typ, der sagt, okay, ich esse einfach mal ein bisschen fettarm und dann kann ich schön am Nachmittag mir den Becher Eis gönnen. Oder nach dem Training oder so. Naja, ich muss mal schauen, denn man kann so sagen, ja okay, aber Gesundheit geht schon vor und das ist ja auch eigentlich richtig. Andererseits weiß ich halt auch, dass man in Richtung Diät sagt oder in Richtung Training sagt, dass das am besten ist, was für dich am besten funktioniert, was du langfristig durchhalten kannst. Und da bin ich jetzt gerade echt so ein bisschen im Zwiespalt. Denn ich mag das dann halt schon, zum Beispiel auch im Porridge, einfach mal mehr so 30 Gramm Nussmus auf einmal reinzumischen, dann mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr oder so, als 10 Gramm. Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt angehe. Und ja, schade eigentlich, dass ich noch nicht mal das Gefühl habe, dass ich auf ungesättigte Fettsäuren gut reagiere und auf gesättigte schlecht oder so. Denn in Hälfte der Fettquellen, auf die ich anscheinend irgendwie, schätze ich mal, reagiert habe, waren es ungesättigte. Und bei der anderen Hälfte, also wirklich, ja, da waren es so mehr Gesättigte. 2 so, 2 so. Schade drum. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir sehen uns. So, moin. Ja. Jetzt ist Freitag. Woche ist schon wieder rum. Und ich dachte, ich könnte vielleicht mal das Video mal zusammenschneiden und hochladen. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Aber natürlich nicht, ohne euch nochmal kurz was zum aktuellen Stand zu erzählen. Ich habe heute frei, hatte die letzten 4 Tage dann ganztags quasi bei uns den Laden gemacht. Ja, also es war schon mehr Arbeit als davor und eigentlich kein Problem, aber irgendwie findet meine Gesundheit das gerade so mittelgut. Ich hatte immer mal wieder auch Bauchschmerzen und sowas. Und ja, was ich euch schon erzählt habe, ne, dann war ich irgendwie an manchen Tagen wieder völlig kaputt und dann war ich wieder energiegeladen und fröhlich und alles war geil und ich war so wie ich selbst. Ja, jetzt gerade irgendwie hat mich eine Erkältung erwischt. Heute Morgen war ich ja tatsächlich noch zur Blutabnahme, um meine Porphyrie-Werte nochmal bestimmen zu lassen. Ja, und dann bin ich aber, sorry,
Oh Gott, nicht schon wieder. Das passiert mir so oft, wenn ich irgendwie Video aufnehme. Keine Ahnung, ob ich dann zu wenig atme, wenn ich am Stück rede. Vielleicht sollte ich öfter mal Atempausen machen für mich und für euch zum Zuhören. Ja gut, aber jetzt gerade meine Nase ist auch irgendwie dicht. Ich habe nicht so gut geschlafen, nicht so erholt und oh, nee. Heute Morgen habe ich es noch nicht so ganz einstufen können, wie es mir denn jetzt so geht. Und wie gesagt, ich war ja auch noch zur Blutabnahme, werde jetzt natürlich die nächsten Tage erstmal so Menschen und generell alles meiden, denn man weiß ja immer bei Erkältungen aktuell so nicht, mit was man sich angesteckt hat. Habe meine Gym-Spots auch abgesagt. Ja klar, ich meine, ein Training sollte man sowieso nicht machen, wenn man erkältet ist. Und aktuell darf man ja auch noch nicht mal. Oh, es geht schon wieder los. Aktuell darf man ja auch noch nicht mal ins Studio, wenn man irgendwie erkältet ist. Nicht, dass man nicht so auch die anderen schützen sollte, aber ja, jetzt gerade macht man sich da nicht nur ziemlich unbeliebt, sondern ich glaube auch schon strafbar. Vielleicht ist es auch nur ordnungswidrig, aber ich möchte beides nicht. Ja, also schön zu Hause bleiben und mal gucken, wie sich das jetzt am Wochenende so entwickelt. Zum Glück muss ich erst am Mittwoch wieder ran und habe jetzt einiges an Zeit, um wieder fit zu sein. Ja, sodass mein Kollege sich dann auch darauf verlassen kann, wenn er jetzt die ganze Zeit den Laden schmeißt, dass dann auch ich wieder dran sein kann. Vielleicht findet mein Körper das ja dann auch ganz toll, wenn ich ein bisschen ruhig mache und nur noch trainiere, sobald es mir wieder gut geht. Denn das werde ich nicht einfach runterfahren. Das macht zu viel Spaß dafür. Sofern mein Körper mir nicht was anderes sagt, klar, aber das versuche ich noch so als eine der letzten Sachen irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja, aber ja, mal schauen. Ich bin fett genug, dass ich das Video schneiden kann. Insofern, jeder, der abonniert hat von all den 7 Abonnenten, hat jetzt direkt die Chance, quasi das heute zu hören. Also, in diesem Sinne sage ich einfach mal bis gleich oder bis irgendwann dann. Und ja, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Ciao.